Servus Sportsfreunde, mein Name ist Marcel Reiter und heute geht es um die besten Supplements für den Muskelaufbau für Anfänger. Ja, welche Supplements braucht ihr wirklich, welche Supplements braucht ihr nicht, wo könnt ihr Geld sparen und welche Supplements sind komplette Verarsche von Seite der Fitnessindustrie. Wo werdet ihr verarscht? Welche Supplements dürft ihr auf keinen Fall kaufen? Und welche Supplements bringen wirklich was? Und wo sollt ihr euer Geld wirklich rein investieren? Um das geht es heute in diesem Video. Ein paar Leute haben mich gefragt, ob ich dazu ein Video machen kann. Gleich mal von vorne weg noch gesagt, ich verdiene kein Geld in diesem Video. Also alle Marken, die was ich euch zeige, beziehungsweise alle Supplements, die was ich euch zeige, an denen verdiene ich nichts. Die kaufe ich mir wirklich selber. Ich werde nicht gesponsert oder so. Also ist es wirklich heute meine klare Meinung. Es ist nicht voreingenommen, ich werde euch keinen Scheiß erzählen, sondern ich werde euch wirklich nur die Supplements zeigen, die was auch ich selber verwende. Ich würde sagen, jetzt kommt das Intro und dann starten wir rein mit dem Video. Los geht's! So, von vorne weg will ich noch sagen, Supplements machen maximal 1% des Erfolges aus, aber trotzdem fokussieren sich die meisten Leute irgendwie drauf, ja, welche Supplements, Marcel, welche Supplements funktionieren am besten, mit welchen Supplements baue ich so schnell wie möglich Muskulatur auf oder mit welchen Supplements verbrenne ich so schnell wie möglich Fett. Und da muss man einfach an der Stelle sagen, ihr konzentriert euch viel zu sehr auf die Kirsche vom Eisbecher. Okay, ist jetzt vielleicht nicht ja der beste Vergleich, wenn man jetzt von Fitness redet und Eisbecher, aber stellt euch einfach vor, der Eisbecher ist der Training, ist die Ernährung, ist die Regeneration, die muss passen und dann kann man wirklich mit Supplements die Kirsche auf dem Eisbecher draufsetzen. Aber wenn der Eisbecher schon scheiße ist und ihr ja da keinen guten Eisbecher habt, dann wird die Kirsche das auch nicht retten können. Also konzentriert euch wirklich zuerst, dass ihr die Ernährung hinbekommt, dass ihr euch wirklich gesund, ausgewogen und proteinreich ernährt, dass ihr einen richtigen und sauberen Trainingsplan verfolgt, wo ihr auch wirklich nach Progression arbeitet, immer stärker werdet und den Muskel mehrmals pro Woche trainiert. Und schaut euch, dass ihr auch genügend Schlaf pro Nacht habt, ja. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr jeden Tag, weiß ich nicht, zweimal zu McDonald's geht, pro Nacht 3 Stunden Schlaf habt und dann wollt ihr wissen, welches Supplement ihr braucht, um mehr Muskulatur aufzubauen. Da schraubt ihr einfach komplett an der falschen Stellschraube und das ist wirklich ärgerlich. Also schaut einfach, dass ihr zuerst die Basics hinbekommt, das heißt Training, Ernährung, Regeneration und dann könnt ihr wirklich über Supplements nachdenken. Was sind jetzt meine Top 5 Supplements, die was ich selber verwende? Wir fangen gleich mal an mit dem ersten. Das erste ist Kreatin. Kreatin ist meiner Meinung nach das beste und wichtigste Supplement, egal ob ihr jetzt Muskulatur aufbauen wollt oder ob ihr Fett verlieren wollt. Kreatin bewirkt einfach, dass wir mehr Kraft in den tiefen Wiederholungsbereichen haben. Das heißt einfach, dass wir generell mehr Kraft im Training haben. Somit hilft es uns im Aufbau einfach generell stärker zu werden, mehr Gewicht zu bewältigen und somit auch mehr Muskelreiz zu setzen. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, Kreatin zu nehmen. Wie viel Kreatin? Ich würde empfehlen, 3 bis 5 Gramm Kreatin pro Tag. Einfach, egal ob ihr das jetzt am Morgen, Mittag oder Abend nehmt, das ist komplett egal. Hauptsache, ihr nehmt es einfach jeden Tag, einfach mit Wasser einnehmen. Es gibt die einmal in Geschmacksrichtungen, es gibt die aber auch ohne Geschmack. Also ich mag die lieber ohne Geschmack, weil dann kann ich sie wirklich überall mit reinmixen oder auch einfach so trinken. Meistens haue ich mir dann einfach direkt so im Mund rein und trinke dann halt Wasser nach. Und Kreatin ist meiner Meinung nach echt das wichtigste Supplement. Also wenn ihr ein Supplement kauft, dann spart nicht an Kreatin, kauft euch Kreatin, schaut, dass ihr immer Kreatin zu Hause habt. Und das ist meiner Meinung nach das wichtigste Supplement. So, das zweite Supplement, was auch sehr wichtig ist, ist meiner Meinung nach einfach Proteinpulver. Egal ob im Aufbau oder in einer Diät. Viele Leute sagen ja immer, okay, es ist so schwer, ich komme irgendwie nicht auf mein Protein. Ich kann nicht so viel Fleisch essen, beziehungsweise meine Familie kocht. Und die machen nicht so oft Fleisch oder irgendwelche proteinhaltigen Sachen. Und da kommt einfach ein Proteinshake ins Spiel. Wenn ihr einfach mal euch schwer tut, Proteine zu essen, beziehungsweise ihr nirgendwo seid, wo es Proteine zu essen gibt, dann nehmt euch einfach einen Shake mit, haut euch da so einen Shake rein. 1 Scoop hat meistens so um die 25 Gramm Proteine. Sehr geil, hochwertiges Protein. Vom Proteinpulver gibt es 3 Arten. Es gibt meistens das Caseinat, das ist langsam verdaulich. Das Konzentrat, das ist so mittelverdaulich, ist Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich am besten.
Und dann gibt es noch das Isolat, das ich hier habe. Das ist einfach am schnellsten verdaulich. Ja, das geht einfach ganz schnell ins System rein. Generell würde ich euch empfehlen, wenn ihr jetzt ein Proteinpulver kauft, dann kauft euch ein Konzentrat. Ist einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis her das Beste. Wie gesagt, muss jetzt nicht von MyProtein sein. Ist keine Werbung an der Stelle. Ich kaufe es halt einfach hier und da mal von einer anderen Firma, um mich einfach durchzuprobieren. Aber probiert einfach mal aus. Aber Proteinpulver ist meiner Meinung nach, muss immer dabei sein. Das nächste Supplement, beziehungsweise das fällt jetzt unter sogar zwei Supplements rein. Das heißt, das ist jetzt das dritte und vierte Supplement. Ist einmal Zink und Magnesium. Hier ist das jetzt zu einem Zink-Magnesium-Mix von MyProtein. Wir haben jetzt schon ja beide Sachen enthalten. Generell würde ich euch empfehlen, Zink zu supplementieren und Magnesium zu supplementieren. Wieso? Zink sorgt einfach dazu, dass wir einen konstanten Hormonhaushalt haben. Zink kann auch dafür sorgen, dass der Testosteronhaushalt steigt. Das heißt einfach als Junge, ihr baut mehr Muskulatur auf. Außerdem ist es einfach gesund für die Hormonbildung. Also Zink muss meiner Meinung nach unbedingt supplementiert werden. Und Magnesium auch sehr interessant und wichtig meiner Meinung nach, weil Magnesium hilft einfach bei Krämpfen, hilft einfach ja bei Muskelverspannungen. Ihr kennt das vielleicht selber, wenn ihr irgendwie am Abend im Bett liegt oder auf der Couch und ihr habt auf einmal einen mega Krampf in den Beinen oder irgendwo halt anders und dann denkt ihr euch so, okay, scheiße, woher kommt das? Das kommt einfach dadurch, ja, dass der Muskel zu wenig Magnesium hat, wenn ihr einfach dann nachhelft. Ihr könnt natürlich auch ein paar Bananen essen am Tag, aber leichter tut ihr euch einfach, wenn ihr hier einfach mit Magnesium nachhilft. Magnesium, echt ein geiles Supplement auch. Deswegen Zink und Magnesium jeden Tag mit einnehmen. So, und jetzt kommen wir jetzt schon zum letzten Supplement. Und das letzte Supplement meiner Meinung nach, was wirklich wichtig ist, ist Omega-3. Wieso Omega-3? Ihr kennt es wahrscheinlich, viele von euch mögen vielleicht gar keinen Fisch essen, beziehungsweise mögen Lachs gar nicht so gerne. Aber Omega-3 ist wirklich eine der Sachen, die was, glaube ich, bei jedem Menschen untervorsorgt ist. Weil wir essen einfach viel zu wenig Fisch. Viel zu wenig fettigen Fisch, aber auch viel zu wenig ja, Omega-3-Fettsäuren. Deswegen würde ich euch immer empfehlen, mit Omega-3 nachzuhelfen bzw. einfach ja, zu supplementieren. Grundsätzlich würde ich euch aber trotzdem empfehlen, dass ihr wirklich mindestens einmal pro Woche fettigen Fisch esst. Und falls ihr keinen fettigen Fisch mögt, dann schaut einfach, dass ihr generell Nüsse esst, so wie Walnüsse oder auch Leinsamen, ist auch richtig nice. Aber auch Avocado hat sehr gute Fette, also generell schaut, dass ihr in eure Ernährung immer wieder gesunde Fette mit einbaut, weil das ist einfach extrem wichtig, damit ihr gesund bleibt und damit ihr auch Muskulatur aufbaut. So, das waren meine Lieblingssupplements bzw. die Supplements, die was ihr meiner Meinung nach wirklich kaufen solltet. Alles andere, so wie Booster, BCAAs, ERAs, Flavor Drops, Geschmackspulver und so weiter. Also es gibt so viele Supplements oder Proteinriegel auch. Die braucht ihr nicht kaufen, weil die werden euch ja vielleicht das Leben hier und da ein bisschen erleichtern, aber es wird jetzt euch keine maximalen Muskelberge verschaffen. Was sind jetzt zum Beispiel absolute Scam-Supplements bzw. Supplements, von denen ich unbedingt abraten würde? Also Supplements, was ihr unbedingt vermeiden solltet, wären erstens Testosteron-Booster und zweitens Fettburner. Das sind einfach absolute Scam-Supplemente und das macht mich teilweise wirklich ja, ein bisschen aggressiv, weil einfach so viel Blödsinn dahinter steckt, aber die Leute kaufen es trotzdem. Es gibt kein legales Supplement auf dem Markt, was euch wirklich signifikant mehr Muskulatur aufbauen lässt, beziehungsweise euren Testosterongehalt zum Beispiel mega steigern lässt. Weil wenn diese Supplements existieren würden, und diese existieren, aber dann sind sie nicht mehr legal, ja, dann sind sie illegal und das sind dann meistens sowas wie Testosteron oder dann muss man sich das illegal besorgen und dann fällt es unter Doping. Genauso wie Fettburner. Es gibt keinen legalen Fettburner am Markt, der was wirklich viel bringt. Schaut wirklich, wenn ihr Muskulatur aufbauen wollt, progressives Training, gesunde Ernährung, einen leichten Kalorienüberschuss und genügend Proteine. Und wenn ihr Fett abbauen wollt, ein Kaloriendefizit und genügend Proteine und hartes Training. Also es führt nichts daran vorbei, dass ihr euch wirklich auf die Ernährung und aufs Training konzentriert. Die Supplements machen, wie ich schon am Anfang gesagt habe, maximal 1% eures Erfolges aus. Und tut mir den Gefallen und kauft keinen scheiß Testosteronbooster oder irgendwie ja Fettburner. Tut mir einfach den Gefallen. So, das war's eigentlich mit diesem Video. Falls dir dieses Video gefallen hat und weitergeholfen hat, dann lass natürlich ein Like da und falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere diesen Kanal jetzt gerne kostenlos auf Gönnermin-Basis, weil ich veröffentliche jeden Mittwoch und jeden Sonntag ein Video um 18 Uhr und dieses solltest du besser nicht verpassen. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dann, dein Gönnermin.